trusted bullet farm hair farm. Can you really fix us up some explosives? Herzlich willkommen zurück bei Mad Max. Ich wollte gerade nicht reinquatschen, wenn die da sprechen. Ja, wir werden zur Legende, warum auch immer. Aber wir fahren erstmal hier raus, damit das Gequatsche hier mal aufhört, so. Und, ja, ich würde sagen, in dieser Folge machen wir mal wieder ein bisschen weiter hier mit Zeug zerstören und Zeug einnehmen, damit wir dann hier in der Quest weitermachen können. So, ich würde mal sagen, hier zu der ersten Vogelscheuche. If the threat of Lord Scrotus is lessened, it will mean great tidings for us. Wow! Eieieiei. Das war Action. So. Stimmt ja, wir brauchen Benzin. Stimmt, jetzt fällt es mir gerade wieder auf, dass wir ja Benzin besorgen sollten. Zeigt es mir das Ding nicht an. Oh. Ich wollte eigentlich das hier. Mist. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, reparier du mal das Auto. Wir haben ja gerade richtig losgelegt. Wir nehmen natürlich den Schrott mit. In der Ferne sehe ich einen Ballon. Ich weiß nicht, welche Ballons wir schon haben. Den wahrscheinlich noch nicht. Von daher könnten wir eigentlich mal dorthin. Na, beeil dich ein bisschen. Ich glaube, das nächste Mal skille ich mal, dass das Fahrzeug schneller... Ich habe eine Idee. Ist das da vorne, was wir da sehen? Ist das nicht eine unserer Festungen? Dort müsste es doch Benzin geben. Warum werden die eigentlich nicht angezeigt? Hm. Naja, wir werden schon Benzin finden, bin ich mir sicher. Und ansonsten nehmen wir uns dann mal das andere Auto oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man kein Benzin mehr hat. Was passiert denn dann? Das wäre auch noch so eine Frage. Hier waren wir noch nicht. So, der wäre mal erledigt. Kommen noch mehr. Da oben steht noch einer. Ja, Hallöchen. Kann ich den nicht anvisieren? Oh. Was für ein Pisskopf. Was hat denn der geworfen? Ja gut, wir gehen dann also zu Fuß rein. So, jetzt kommt er, glaube ich, runter, ne? Ja. Ja, dann komm her. Bam, boom, bim. Oh, da kommen mehr. Oh, da kommen mehr. So, ich verschwende mal das Messer nicht. Auch wenn wir zwei haben. Vielleicht gibt es ja hier drin Benzin. Würde ich mich freuen. Hier haben wir erstmal Munition, obwohl... Oh, stimmt, wir haben ja eine Munition verschossen. Hier haben wir Schrott. Ich hätte doch lieber... Oh, Essen. Lecker Maden. Oh, wir haben einen Erfolg bekommen und irgendeinen Stufenanstieg. Da haben wir noch mehr Schrott. Aber ich hätte lieber Benzin. Gibt's denn hier kein Benzin? Da ist noch Schrott. So.
Oh, was ist denn das hier? Alter. Das war aber Schrott, ne? Oh, da ist noch Wasser. Haben wir Wasser? Wir haben Wasser. Wir brauchen also wirklich eher Benzin als Wasser. Wasser? Wasser ab! Runter, runter, nicht rauf. Mann, Max. So. Da ist echt kein Benzin herumliegend. Was haben wir da? Nix. Machen wir mal auf! Hallo, liebe Freunde. Hier ist niemand. Oh, Benzin. Benzin, Benzin. Das nehmen wir auch gleich mit. Aber erstmal gehen wir in die luftigen Höhen von Australien. Naja, nicht das Australien, das wir so kennen, aber hier. Sind wir gleich da? Dry Gusty. Hier waren wir also definitiv noch nicht. Oh, Stank, Gommlager. Und ich höre Autos. Ja, hier haben wir noch einiges zu entdecken, wie es scheint. Da haben wir noch was. Todesfahrt. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Haben wir schließlich noch nie gemacht. Entschuldigung. Okay. Da haben wir noch was. Was ist denn das? Ein Öltransferlager. Das werden wir sicher auch bald mal in Angriff nehmen. Da haben wir unsere Festung. Eine von zwei mittlerweile. Scheint alles gewesen zu sein. Wir sind rundherum. Mal gucken, ob wir noch von Auge was sehen. So, dann gehen wir mal da raus und gucken mal noch so herum. Weil ich vermute mal, das war alles. Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Also gehen wir wieder runter. Da hinten, das hat es uns nicht angezeigt. Da werden wir sicher auch mal vorbeigucken, aber jetzt erstmal raus und den Benzinkanister mitnehmen. Den werde ich erstmal hinten aufs Auto schmeißen, in der Hoffnung, dass wir bald noch einen finden, damit wir wieder einen auf Lager haben und den Tank auch voll. Das wäre so die Idee. Ich komme, ich komme, ich komme. Und er hat sich ja in der Zwischenzeit schön unser Auto repariert. Back, I see. Ja, ich bin zurück, wie du siehst. So, jetzt, Gewehrausrüstung. Nee, Kanister aufbewahren. Und, one blast of the fuel and he's cooked. Und ich höre, da sind sie. Kommen die hierher? Die kommen hierher. Nein! Hold on. Ich will nicht, ich will oben. Ach so, ich müsste... Ich will die Waffe, genau. Ah, ich komme nicht hin. So, jetzt aber. Das wollte ich. Den hier erwischen wir auch noch. Hallo? Warum wird es nicht angezeigt? Jetzt aber, ne? Hallo? Warum, warum? Das wird nicht angezeigt.
eben das. So. Ah, Mist. Na komm. Oh, das wollte ich nicht, aber das hier. Warum geht das nicht? Warum kann ich es nicht anvisieren? So, können wir jetzt das Ding wieder benutzen? Oh, shit. Wo ist die Tür weg? Natürlich nicht hier, ist klar. Na, Mist. Nehmen die andere auch noch weg. Oh. Nein! Scheiße. Na dann komm her. Dann machen wir es eben auf diese Methode. Ja, würde ich auch sagen. Schweinebacke. Warum konnte ich dieses Auto nicht anvisieren? Das ist ja... Ne? Dann machen wir es jetzt so. Schön, wie das Zeug eingesammelt wird. Ja, und unser Freund hatte wieder was zu tun. Oh, ich dachte gerade, der raucht immer noch, aber... So, jetzt gucken wir mal. Da vorne ist noch irgendwas. Was es uns nicht angezeigt hat vom Ballon aus. Da gibt's Wasser, aber sonst nichts, ne? Okay. Dann würde ich sagen... Ja, komm, dann sehen wir, ja. Und das nächste, was wir wirklich aufrüsten, ist sicher die Harpune. Ist das Ding... Kann ich das? Mit dem? Na toll. Geht nicht. Geht es vielleicht mit dem hier? Ich will irgendwie die Munition nicht verschwenden, falls es nicht geht. Daher gehen wir erstmal woanders hin. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier hin. Ja, hub du nur. Oh, der kommt. Tja, da musst du früh aufstehen, Junge. Obwohl, der scheint relativ schnell zu sein. Oh, ein Sturm zieht auf. Das wird ja noch immer besser wird das hier. Oh, wir haben ihn echt erwischt. So. Alter, was für ein Sturm. Ach du Scheiße. Wow, Hilfe, ich höre gar nichts mehr. Alter, und die
Blitze, ne? Was ist das? Kann ich das wohl? Das ist ein bisschen gefährlich. Aua! Ich komme nicht hoch. Was machen wir hier? Das werde ich nie im Leben machen, ne? Boah. Nie im Leben. Aua. Komm. Warum kann ich es nicht nehmen? Ah, jetzt. Oh, Mist. Komm, wir schaffen's. Komm. Los, schneller. Aua. Komm. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Komm rein. Hopp. Los. Alter, wie lange geht der Sturm denn? Soll ich denn hier einen Unterschlupf finden? Alter. Das ist ein ganz anderer Sturm als das letzte Mal, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Das Gute ist, dass der Blitz sich so ein bisschen ankündigt. Wahnsinn. Wie lange dauert der denn? Da kommt gleich einer. Da irgendwo rein. Sind wir hier in Sicherheit? Erstmal trinken. Wir haben das erste Mal wieder alles Wasser aufgebraucht. So. Ja, ja, Wasser werden wir schon kriegen. Wäre froh, wenn der Sturm mal aufhört. Dann nehme ich eben einen Schluck Kaffee. Das ist unser Freund, der ruft. Alter, wie lange geht denn der Sturm? Also von hier aus darf er gerne aufhören. Doof, dass wir hier unten bleiben müssen, um einigermaßen sicher zu sein. Alter, der Sturm hört ja gar nicht mehr auf. Sind wir denn noch weit entfernt? Nein. Können wir dann gleich noch in den Ballon, aber wir müssen gerade wirklich warten. Ihr seht das. Ah, ah, er hört auf. Gott sei Dank. Alter. Puh, das war stürmisch. Out here, there are no heroes. No gods, no saviors.
There's only those who live, those who die, and those who stand in my way.